Moin, ich bin Fabian von 48.1. Ich bin hier im Benno-Haus bei eben 48.1 und bei Weitwinkel. Ich bin Freiwilliger und ich höre meistens Hip-Hop, bin aber anderer Musikrichtung auch nicht abgeneigt. Also gerne auch elektronische Musik oder auch so Jazz mag ich ziemlich gerne. Soulige Sachen höre ich auch ganz gerne. Oder ja, diverse Interpreten, aber so Popmusik, Schlager und sowas, was so auf 1 Live im Radio gespielt wird und so, ja, sagt mir eigentlich eher weniger zu. Also ich habe heute eine Platte mitgebracht, die ist aus dem Jahr 2013 vom Label Sichtexot und zwar ist das Eloquent und One Two, Jazz auf gleich. Das ist Hip-Hop, ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, diese Band, aber sind zwei Leute eben, die aus, ich weiß gar nicht genau, wo die herkommen, auf jeden Fall deutscher Untergrund-Hip-Hop würde ich jetzt sagen, also relativ unbekannt. Für Hip-Hop-Kenner ist es aber schon eigentlich was, was man auf dem Schirm haben sollte. Ist genau, ist halt Jazz auf gleich. Ist eine sehr schöne Platte, finde ich. Die hat eben, ja, ist eine Vinyl, hat halt 2 Seiten mit verschiedenen Anspielstationen. Am interessantesten oder am besten finde ich eigentlich auch den Track von Jazz auf gleich, eben der Titeltrack des Albums. Der ist, finde ich, sehr schön. Ist halt, ja, nicht wirklich so tiefgründige Musik, aber doch so ein bisschen was zum Nachdenken und auf jeden Fall intelligente Texte. So ein bisschen in die Richtung Boom-Bap-Beats geht die ganze Geschichte und ja, ist meiner Meinung nach, was man so als Oldschool-Hip-Hop bezeichnen würde, gefällt mir sehr gut. Ja, also auf die Band gestoßen bin ich, muss ich zugeben, glaube ich sogar über YouTube, weil ich halt oft bei YouTube so nach Musik digge, eben verschiedene Titel irgendwie ja, ausgrabe, dann sieht man ja immer rechts, was einem angezeigt wird, verschiedene Bands. Ich kannte von Sichtexot schon andere Künstler, hab dann so ein bisschen durchgehört. Als ich mir auch einen Plattenspieler wieder zugelegt habe, habe ich gedacht, okay, was kannst du bestellen? Bei HHV halt mal, bei Hip-Hop-Vinyl so ein bisschen gestöbert. Bin dann auf die gekommen, hab mir so ein paar Tracks angehört, hab dann auch das Video gefunden zu von Jazz auf gleich. Das hat mir direkt zugesagt und dann, ja, hab ich mir die Platte halt zugelegt und auch andere Musik aus dem Hause Sichtexot. Gefällt mir sehr gut. Ja, aufgebaut ist das relativ klassisch. Es gibt halt am Anfang ein Intro, dann kommen eben verschiedene Tracks, die halt thematisch auch nicht unbedingt ja, aufeinander aufbauen oder so grob groß zueinander passen. Es sind halt einfach so klassische Hip-Hop-Tracks, wenige Storyteller oder halt wo so Geschichten oder wirkliche Themen behandelt werden. Es sind halt eher so Hip-Hop-Tracks im klassischen Sinne, wo halt schon so ein paar Anekdoten, Metaphern oder auch so ein bisschen Kritik mal eingestreut wird, aber eben nicht so Thematiken, die jetzt irgendwie abbehandelt werden oder so. Am Ende gibt es eben ein Outro. Insgesamt umfasst das Album 15 Tracks und ist eigentlich ein klassisches Hip-Hop-Album. Sie hat keinen jetzt besonderen Aufbau, es gibt halt einfach ein Intro, wie gesagt, ein Outro und dazwischen gibt es verschiedene Anspielstationen. Also weiterempfehlen würde ich dieses Album auf jeden Fall, vor allen Dingen für eben Leute, die gerne Hip-Hop hören und vielleicht auch nicht so diesen, ja, ich sag jetzt mal Straßen-Hip-Hop, Gangster-Hip-Hop, der ja von vielen jüngeren Leuten heutzutage oft gehört wird, wo es halt viel um sehr, ja, banale Themen geht oder viel auch um die Verherrlichung von Kriminalität oder solchen Sachen oder auch einfach sehr plumpe Sachen, die da erzählt werden. Hier finde ich halt gerade besonders interessant, dass es halt relativ, ja, intelligente Texte sind. Es ist halt eben für Leute, die auch ein bisschen nachdenken, ein bisschen um die Ecke denken und halt auch Witze und Wortspiele, die halt jetzt nicht ganz so ersichtlich sind und eben nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Und ja, besonders für Hip-Hop-Kenner und Leute, die halt gerne so Boom-Bap und etwas oldschooligeren Hip-Hop hören, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert.